Herzlich willkommen bei einem weiteren Video. Bei Versuch Nummer 3 mit diesem Kanal. Genau, das letzte Video ist wieder ein bisschen länger her, aber wir geben uns Mühe, wie man sieht. Und bevor das richtige Video losgeht, wollten wir einfach hiermit nochmal kurz ankündigen, falls vielleicht einige verwundert sind, weil das bisher mein Kanal war, dass wir jetzt beschlossen haben, den zusammenzulegen. Das heißt, es gibt nicht mehr meinen Kanal und Laura's Kanal, sondern das ist unser Kanal. Wir werden es trotzdem mit den Videos so halten, dass die immer im Fokus auf einen von uns beiden sind, sodass sich die Leute quasi immer entscheiden können, ob sie es sich anschauen wollen oder nicht. Weil uns ist selber klar, es gibt Leute von Laura, die interessieren sich nicht für mich und das ist vollkommen legitim. Und es gibt Leute von mir, die interessieren sich nicht für Laura, weil es vielleicht auch teilweise andere Themen sind, Frauenthemen und so weiter. Und das heißt, wir machen auch im Titel wahrscheinlich immer klar, um wen es geht. Dann könnt ihr immer entscheiden, ob ihr euch es anschauen wollt oder nicht. Und dann ist es, denke ich, eine ganz gute Lösung. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei, ja, dem ersten Video von uns beiden, also von mir, von uns beiden. Kann ich? Okay. Wir sind jetzt im Top Gym. Wir trainieren jetzt Beine gemeinsam mit Stefan. Ja, mal schauen, ich bin gespannt. Wird bestimmt viel Neues und ich freue mich. Du bist ja die Emotionskönigin. Ja, das ist. Guten Tag, mein Name ist Laura. Ich sitze jetzt hier. Ich weiß nicht genau warum, aber ein seidener Faden hat mich ins Gym gebracht und jetzt trainieren wir Beine. Ich hebe mir das auf. Es kommt gleich ins Training hier. Aber Gröbi ist echt cool. Ich mag. Boah, wie hieß es? Everybody's Darling oder mein so? Mein Lieblingslokal? Ja, siehst du. Aber Mario wollte erst mit mir nicht hin, weil ich wollte dieses Brot. Es ist so, ja. Wir fangen einmal mit Abduktor an. Eine wunderbare Übung für Upper Glutes. Den Muskel Abduktor gibt es ja nicht, auch wenn das viele immer denken. Es gibt einen Adduktor, aber es gibt keinen Abduktor. Die Übung heißt Abduktor, weil es um die sogenannte Abduktion des Oberschenkels geht. Am Hauptverantwortlich ist da der obere Teil des Gluteus, der Gluteus Medius. Und alle Bikini-Mädels hätten gerne Upper Glutes. Und das ist für mich eine der wesentlichsten Übungen, um eben diese Region der Upper Glutes hier zu treffen, die ich dann brauche, wenn ich schön in der Backpose stehe, dass der Hintern da nach oben schön Substanz kriegt. Ganz, ganz wichtig, man sieht ja immer wieder, dass sich Mädels da nach vorne lehnen. Das ist prinzipiell nicht falsch, weil vieles bei Übungen nicht falsch ist. Aber um die Upper Glutes zu trainieren, ist es falsch, weil natürlich die Bewegung vom Gluteus Medius heroben verlagere in die unteren Anteile des Glutes und dafür gibt es eigentlich dann wichtigere Übungen und vor allem die Upper Glutes wachsen nicht. Das heißt, hinten an der Lehne anlehnen und das Ganze wie so üblich schön mit konstanter Spannung nach draußen bringen und die Spannung draußen halten. Da sind wir zu Hause, gell? Du versuchst einfach meinen Finger wegzudrücken. Ja, sehr gut. Und der Muskel darf dazwischen drinnen nie weich werden. Nein, den Finger wegdrücken. Genau, super machst du das. Lehn dich ruhig hinter ganz, lehn dich an hin. Und fokussiere dich nur auf diese Gluteus-Spannung, okay? Bleib hin mit dem Schädel. Passt schon, dann legen wir noch was drauf, das Mädel ist stark. Das ist aber nochmal was ganz anderes gerade, wenn man sich schön oben drauf fokussiert. Hm? Das ist nochmal was anderes, also wenn man sich richtig schön oben drauf fokussiert. Und ich habe sonst immer ein bisschen einen Fehler gemacht, ich habe vorne immer so ein bisschen die Spannung rausgelassen. Hm. Nicht hudeln, warten. Na schau, sie fängt an. Oder versteht es mein Österreichisch nicht? Warten. Ja, manchmal habe ich Probleme. In Österreich sagt man, vom Hudeln entstehen die Kinder. Sag mal, das in Deutschland da? So eine gängige Redensart. Tu nicht hudeln, weil vom Hudeln entstehen die Kinder. Kinder wollen wir nicht.
Was wir immer noch witzig finden, ist Säckel. Was? Wenn sie dich so... Sackerl. Das fragen sie dich Sackerl. So voll... Was Sackerl willst? Voll ernst. Naja, es ist auch voll ernst. Ich meine, willst du das ganze Klumpert mit die Hände annehmen? Oder willst du in einem Sackerl haben? Ja. Das ist eine essentielle Frage. Wo Leute einfach nur Mitleid haben. Ja. Du musst am Bauch bicken. Österreichisch für Anfänger. So, geht schon. Und schön Spannung aufbauen. Halt mir die Spannung draußen ein bisschen, komm. Und Spannung halten. Auch die negative schön wirklich dagegen halten. Einmal zusammenlassen, komm. Wirklich dagegen halten. Und zwei will ich noch sehen, komm. Und eine noch, komm. Schön die Spannung aufbauen. Und die negative schön machen. Was? So, wir warten wieder. Ich habe die jetzt einmal gemacht, letztens mit Mario. Einmal und dann nie wieder. Ja, mit ihm teilweise schon. Ja? Yeah? Ja, er ist so ein Ausführungs-Nazi, was ja. Tiefe angeht. Er ist ja auch gut, ja. Grundsätzlich. Grundsätzlich. Tiefe funktioniert nur, wenn die Mobilität passt. Und wenn dann die positive Muskelaktivierung aus den richtigen Fasern kommt. Deswegen mal rein mit dir da. Steh mal relativ weit oben. Also du musst jetzt erst aushebeln, weil du so Zwerge bist, genau. Dann geh mal runter. Ja. So, jetzt geh mal runter. Runter, 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 runter. Und alles, was du jetzt machst, ist, du drückst dich nicht hoch, sondern du konzentrierst dich nur auf eines. Okay? Du ziehst das Knie nach hinten. Nur das Knie nach hinten ziehen. Und runter wieder, komm. Und jetzt zieh das Knie nach hinten. Wirklich das Knie mit der hinteren Muskel. Ich muss da hinten jetzt anspringen, spüren. Mach's einmal nicht so schnell, weil ich spüre trotzdem zuerst die Kniestreckung, bevor ich das hinten spüre. Wirklich den Oberschenkel nach hinten ziehen. Und den Oberschenkel nach hinten ziehen. Und den Oberschenkel nach hinten ziehen. Muss man erstmal reinkriegen. Ja. Und nach hinten den Oberschenkel. Eine noch und dann tun wir mal ein Gewicht drauf. Was liegt denn da herum? So 15er da schon. Ist das auch? Ja. An alle dort draußen, wer Gewichtsscheiben mit der glatten Seite nach unten am Boden legt, kehrt gekreuzigt. Von der Breite so ungefähr? Die Breite ist relativ egal. Und Zug. Nicht so schnell, sondern schön langsam. Schaust, dass du wirklich wie ganz schön nach hinten spannst. Ja, genau. Kopf hinten anlehnen, komm. Brust raus. Und nach oben. Nicht so explosiv. Versuch wirklich diese Oberschenkel nach hinten Bewegung schön aus dem Glut einzuleiten.
Eine noch und dann tun wir noch Gewicht drauf. Passt. Hoch mit dir. Und so, runter mit dir. Kopf hinten. Zwei. Nicht das Knie durchfetzen, komm. Nur nach hinten bringen. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Schön Spannung aufbauen, komm. Sieben. Komm, Stabilität wahren, nicht wackeln. Acht. Atmen auch nicht zu vergessen, sonst wird der Kopf irgendwann explodieren. Komm. Und ausatmen. Schön konstant. Einatmen. Und ausatmen. Weiter geht's, komm. Einatmen. Und ausatmen. Komm. Jetzt will ich mehr Kontrolle in der Bewegung sehen. Das kannst du besser. Du wuchtest das Gewicht einfach nur hoch, spannst den Muskel nicht an. Ja, das ist gut. Jetzt bei der Wiederholung machst du es genau gleich, aber du fokussierst dich auch auf deine Bauchspannung. Der Bauch macht irgendwas. Fokussier dich auf die Bauchspannung. Schön konstante Spannung. Und hoch. Komm, und weiter geht's. Spannung im Bauch, Spannung im Körper. Und sauber, zwei noch, komm. Runter. Spannung aufbauen und hoch. Runter. Spannung aufbauen. Ja, sehr gut. Ja, Bauchspannung ist so ein Ding bei mir. Ja, du bist wie, also generell, du verlierst oder auf was du achten musst. Schau her, vor allem, es geht ja darum, die Zielmuskulatur effektiv zu treffen und keine accessorische Muskulatur oder sonst irgendwas zu verwenden. Du hast in der Verbundübung zu wenig Gesamtkörperstabilität. Wenn du das nach hinten ziehst, machst du es mit Schwung und hast keine hundertprozentige Kontrolle mehr. Die Mittelpartie geht in sämtliche Richtungen. Du wackelst da ein bisschen hin und her. Du musst schauen, dass du felsenfest betoniert und ganz, ganz stabil bist, wenn du diese Übung ausführst. Und du musst auf die Atmung aufachten. Du machst immer nur Pressatmung. Du atmest nicht ordentlich. Du atmest dann oben ganz flach. Ja? Ja. Während der Übung atmest du gar nicht, sondern du musst einen schönen Ausatmen-Einatmenfluss kriegen. Ja? Versuchen wir jetzt beim Beckhoff-Satz besser zu machen. Du jiggelst in der Hackenspitze schon ein bisschen herum. Ja? Dann weißt du, dass du in der Kniebeuge noch mehr jiggeln würdest. Und dann weißt du, dass du in der Kniebeuge wirklich wieder Strukturen beanspruchst, die du nicht beanspruchen solltest, weil dann der Struktur schlechter wird. Das ist auch mal das Ding gewesen, bin ich ehrlich. In der Kniebeuge ist mein Rücken zugegangen. Ja. Ganz klar. Es ist so, du kannst weder mit engem Schwung einen Quad-Sweep kriegen, noch wenn du außen stehst, kriegst du mehr Teardrop. Das ist ein absoluter Blödsinn, weil wie die Anatomie des Beines gebaut ist, so ist sie gebaut. Aber du kannst, wenn du ein bisschen breiter stehst, in deiner Aufwärtszugbewegung diese nach innen ziehende Froschbewegung noch reinbringen. Dann hast du natürlich zusätzlich noch eine wunderbare Adduktorenbelastung, wo der Adduktor wachsen kann. Das ist aber allerdings eher ein Tipp für Bodybuilder oder für Leute, die einen wirklich breiten Oberschenkel dann brauchen, weil sie eben über die Adduktormasse Beinmasse erzielen. Beim Bikini-Mädel ist es so, dass der Adduktor normal trainiert eigentlich groß genug ist und nicht mehr Aufmerksamkeit will, weil man eigentlich diese extrem ausladenden Adduktoren von hinten nicht sägen will. So. Also du musst den Bauch nicht einziehen, ja? Du musst ihn nur beim die Core-Spannung, beim Hochtun unter Kontrolle haben. Aber bei dir passiert beim Hochtun blub.
Einfach schön unter Spannung haben. Und weiter geht's. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Nichts wackeln. Komm. Sieben. Den Abstopp besser kontrollieren. Acht. Jetzt fängt der Bauch wieder an, sein Eigenleben zu entwickeln. Sieben. Konzentrier dich, komm. 8. Den Stopp musst du selber erwischen, komm. Runter mit dir. 9. Nicht aufsetzen lassen. Ja, 10. Elf, konzentriere dich mehr, negative kontrolliert, da kommt, da ist noch was drin in der Bewegung. 12, komm, weiter geht's. 13, komm, runter mit dir. 14, 17 machen, komm. Runter mit dir. Spannung. 15. Versuch die nächste besser zu machen, das war wieder nur runterfallen lassen, komm. Ja, 16 und eine noch, komm. 17. Sehr gut. Dieser Kackbauch. Aber Verbesserungspotenzial in der Bewegungskontrolle. Und vor allem, man merkt sofort, wenn es schwerer wird, schaffst du es näher mehr, deine Mittelpartie zu kontrollieren. Also der kommt vor allem, der Unterbauch ballert richtig raus. Mhm. Ja. Fokussiere dich da wirklich darauf, diese Rumpfspannung aufrechtzuerhalten. Einerseits für die Gesundheit und für die Rumpfspannung, aber auch, weil das halt der Kapital ist, auch in der Bikini, um in den Seitenhosen halt eine möglichst flache Mittelpartie zu haben. Und die muss immer und überall kontrolliert werden können. Ja? Ja, ja. Passt. Jetzt machen wir das nächste Schönes. Schauen wir mal. Mein Popo tut weh. Nee, voll gut. Das ist echt krass. Das waren jetzt zwei Übungen. Ich finde es echt gerade cool, weil das letzte Mal, als ich die gemacht hatte, die Hackenschmidt, da habe ich einfach hochgedrückt. Und dieser Tipp mit dem, was du gesagt hast. Also muss man ein bisschen verinnerlichen. So. Ja, voll, ist eine andere Bewegung. Aber dann zuerst noch zu diesem Thema. Grundsätzlich ist es so, in der Verbundübung, oder damit wir von hier nach hier kommen, ja, brauchen wir zwei verschiedene Bewegungsmuster. Wir brauchen einerseits die Kniestreckung, ja, also das, Kniestreckung. Das ist das eine, was uns nach oben bringt. Und das zweite, was uns nach oben bringt, ist die Oberschenkel nach hinten Führung. Ja. Jetzt ist das so, dass, aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es eigentlich gar nicht, sicher mehr als 50% der Leute eine große Dominanz in der Kniestreckung und nicht in der Oberschenkel nach hinten Bringung in der Aufwärtsbewegung haben. Das ist der Grund, warum sehr, sehr viele Leute viel stärkere Quadrizeps haben, als sie Beinbizeps haben, viel stärkere Quadrizeps haben, als sie einen Gluteus haben. Der Beinbizeps ist auch so ein Muskel, der wächst zwar schon durch Isolationsbewegungen wie einer Curl-Bewegung oder auch einer ADL-Hip-Hinge-Bewegung sehr gut, aber am besten wächst er, wenn er über alle beide Gelenke beansprucht wird. Wenn ich es nicht lerne, in dieser Bewegung die Oberschenkel nach hinten Bewegung zu betonen und nicht die Kniestreckung, werde nie einen ordentlichen Glut haben, gilt für alle Bikini-Mädels, und werde nie einen ordentlichen Beinbizeps haben, gilt für alle Bodybuilder da draußen. Also es ist was ganz was Essentielles. Das Schwierige ist, wenn ich jetzt schon 3-4 Jahre trainiere und diese Kniestreckung immer das Dominante war, dann ist es sau schwierig, diese Bewegung quasi aus dem Hirn zu verbannen und die nach hinten Bewegung des Oberschenkels zu lernen. Erst das wird dann der
Punkt sein, wo der Beinbizeps zu wachsen anfängt. Die Leute, die von Natur aus so einen großartigen Oberschenkel haben, vorne und hinten passt, haben den nicht, weil sie viel mehr Beinbizeps-Training gemacht haben. Die haben den nicht, weil sie viel mehr Arschtraining gemacht haben. Die haben, weil die Bewegung von vornherein gepasst hat. Das ist halt die bittere Realität, aber auch die schwierige Arbeit, die man investieren muss, damit das Ganze funktioniert. Nur ein wesentlicher Punkt, um auf die Zweisatz-Thematik zurückzukommen. 3 Sätze funktionieren genauso gut, 4 Sätze funktionieren genauso gut. Es kommt auf die Endlast drauf an. Aber warum liebe ich dieses niedrige Volumen so gut? Das niedrige Volumen gibt mir als Coach oder auch euch als Athleten die Sicherheit, dass die Bewegungsqualität gepasst hat. Wenn ihr nach einem Satz die Zielmuskulatur spürt und du sagst, bist deppert, das Ding ist eigentlich erledigt, dann weißt du, die Bewegung hat gepasst. Wenn du das erst noch 4 Sätze spürst, spürst du noch 4 Sätze den allgemeinen Blutfluss, aber nicht die kontraktile Fähigkeit deines Muskels oder die Belastung in der Zielmuskulatur. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ziel vorbei trainiert hast, ist mit mehr Sätzen halt viel, 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 viel höher. Jetzt kommen die komischen Leute wieder aus der Ecke und sagen, ja, der hat auch mit so vielen Sätzen und so trainiert. Da hat wahrscheinlich auch die Bewegung gepasst. Die meisten Leute da draußen schauen halt nicht so aus wie der, der 4 Sätze trainiert hat, sondern schauen so aus, als ob sie noch gar nicht trainiert hätten. Und da kommt der maßgebliche Punkt zu tragen. Kümmert euch um die Bewegungsqualität, weil die Bewegungsqualität sorgt dafür, dass eure Muskulatur symmetrisch wächst und dass die Muskulatur dort wächst, wo ihr wollt, dass sie wächst. Weil meistens die Bewegung von vornherein nicht passt und halt korrigiert werden muss. Die Maschine ist eh so krass. Wirklich. Die habe ich über die Stiegen getragen, ja. Von ganz unten rauf. Von da unten rauf, ich und der Purianek Tommy haben diese Maschine hierher getragen. Es hat ungefähr 3 Stunden gedauert und in jedem Zwischengeschoss dieses Stiegenhauses sind wir, glaube ich, 1/2 Stunde gesessen. Konntest du die irgendwie auseinanderbauen? Nein, die ist so gekommen, wie sie ist. So, schön. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, ja. Hat doch eigentlich, ich habe das davor in noch keinem Studio gehabt. Du, der Klaus, Gott hab ihn selig, der beste Fitnessstudio-Besitzer, den es je gegeben hat. Der Gründer des Top Gyms, der größte Förderer des Sports, den wir je in Österreich gehabt haben, der hat zum Beispiel das Shooting für diese Bilder hier in Auftrag gegeben. Das sind Auftragsarbeiten, außer die Wettkampfbilder. Aber diese Studiobilder, wie ihr hier seht, Schlierkamp zum Beispiel, oder Thomas, der Zechmeister, Dile, Cialog, Greg Kovac, das war Auftragsarbeit, die der Klaus für das Studio in Auftrag gegeben hat damals. Und der Klaus hat die irgendwo bei einem seiner vielen Amerika-Urlaube, ich glaube, im Gold's Gym gesehen und hat gesagt, die Maschine muss er haben und hat es gekauft und hat es die Buben dann auch vertragen lassen. Hinein mit dir. Die unten wahrscheinlich halten, oder? Genau. Du gehst mir mit den Füßen jetzt nach vorne. Mhm. Wir schauen dann gleich, wie weit nach vorne. Ein Stückchen weiter wird es noch sein müssen, weil ich will, dass, wenn du nach unten gehst, der Rücken komplett gerade bleibt. Das heißt, du schiebst die Knie nach vorne und nicht das Becken nach hinten in der Abwärtsbewegung, okay? Ah, du müsstest ein bisschen weiter hinten stehen. Schieb ein bisschen weiter hinten. Jetzt. Ein Stückchen weiter nach hinten. Und jetzt kommen wir auch zu den Grenzen deiner Mobilität. Und ich will, dass du jetzt sagst, wie weit du nach unten, oder wie weit du glaubst, dass du nach unten gehen kannst. Okay. Wahrscheinlich so bis hier. Und das ist perfekt. Okay. Hast du super, super, super bemerkt. Weil was passiert, wenn sie tiefer geht? Wenn sie tiefer geht, hat es einen Buttwink. Das wollen wir auf keinen Fall, unnötiger Stress auf die untere Wirbelsäule. Das ist dann das, wenn die Leute sagen, ich habe bei der Beinpresse so einen Pump im unteren Rücken gehabt. Das hast du nicht, weil du eine aktive Belastung drauf hast, sondern weil du aufgrund des Buttwings da eine Scherbelastung raufkriegst und das Blut dort unten reinrennt, was jetzt nicht so dramatisch wäre. Dramatisch ist eher die Scherbelastung auf deine Bandscheibe. Und jetzt kippt es da ein bisschen nach vorne. Konzentrier dich, dass das Becken wirklich nicht nach vorne kippt. Und was du wieder machst, du ziehst die Knie nach hinten. Du schiebst sie nach vorne und ziehst sie nach hinten. Und du schaust aber, dass da... Genau. Und das ist jetzt auch eine Übung, wo du wirklich dich aktiv ganz, ganz stark auf die Rumpfmuskulatur und auf die Rumpfspannung fokussieren musst. Ja? Rumpfspannung fokussieren. Ah, das ist doch ein interessantes Thema, aber selbst vom Gürtel. Bei Gürtel ist es so, Gürtel... Und du machst nochmal weiter, dann machen wir so 30, 40 Wiederholungen jetzt. Gürtel
hat seine Berechtigung in allen Einwiederholungen, Kraftsportgeschichten. Im Bodybuilding meiner Meinung nach nicht, weil Gürtel dafür verantwortlich ist, dass viele Leute halt gar keine Rumpfspannung mehr haben, weil sie sich auf den Gürtel verlassen, ein Stabilitätsgefühl haben, weil der Gürtel halt da anliegt und da anpresst, aber in Wirklichkeit sie keine Möglichkeit haben, ihre Rumpfmuskulatur aktiv zu stabilisieren. Also ich bin kein großer Gürtelfan. So, das wird kein Highspeed-Wettbewerb, sondern du versuchst konstant mit der Oberschenkelziehung nach hinten aufzustehen. Okay? Ja, so gefällt mir das besser. Kopf gerade, Brust raus. Runter mit dir. Runter mit dir, Kopf gerade. Schön Spannung im Poppes rein, komm. Jetzt fängst du an, weil du das aus dem hinteren Muskelketten nicht kannst, das Becken nach hinten zu schieben, was wir nicht wollen. Du willst deine Knie nach vorne schieben. Bleib in der vordefinierten Bewegung. Ja, genau. Hast du aber nicht manchmal Angst, dass ein gerader Kopf mehr zum Hohlkreuz verleitet und mehr zum Nein, weil ich es ja die ganze Zeit ermahne, dass sie darauf aufpassen sollte. Das Problem ist halt, du verlierst durch das nach unten schauen die Stabilität in der Brustwirbelsäule immer. Und das ist immer scheiße. Vor allem beim Rücken- und beim Brusttraining, aber auch beim Beintraining. Jetzt spielt es nicht so eine große Rolle, aber auch beim Beintraining finde ich das gut. Komm schon, keine Pausen. Jetzt kannst du durchpumpen. Sehr schön. Wird schon belastend oder ist das zu viel zu leicht? Es geht. Also ich merke es zittern, witzigerweise, ultra. Ja, es wird schon. Versuch wirklich in dieser Muskelkette hinten bleiben, komm. Und hoch damit. Ah, da, 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 da. Jetzt wird es interessant, komm. Wirklich in der vordefinierten Bewegung bleiben. Jetzt passiert Intensität und jetzt passiert genau das, was du willst. Aktivierung der Zielmuskulatur, komm. Komm. Und hoch mit dir. Komm. Nicht popsch nach hinten, Knie nach vorn. Langsamer hoch, komm. Sehr gut, komm. Runter mit dir, komm. So, jetzt machen wir noch 12, komm. Eins, ohne viel Schwung, komm. Zwei. Drei. Vier. Komm. 5, 6, das Becken nicht so sehr aktiv nach vorne schieben oben, sondern einfach gerade hochkommen. 7, 8, 9, 10, 2 noch, komm. 11 und eine noch. Komm. Sehr schön. Gut.
ganz krass, wie man kommt da so richtig... schönen Blut rein hinten. Ja, man spürt das, also es hört sich jetzt doof an, aber man will ja diese Rundung und die spürst du so irgendwie so ganz gut. Ja, du spürst halt wirklich gut, wie das dort arbeitet. Ja. Und wie gesagt, das waren halt so zwei Nicht-Isolationsübungen für den Glut. Ja. Aber es ist halt in der Verbundübung, kriegt er halt am meisten Bums ab und da wächst er. Ja, schau dir an, was Ronnie Coleman für einen Arsch gehabt hat für einen riesengroßen. Der hat nie in seinem Leben auch nur einen Hip Thrust gemacht oder Kickback, was nicht heißt, dass das schlecht ist, überhaupt nicht. Aber es ist halt ein Teil des Trainings, der halt von vielen Bikini-Mädels vernachlässigt wird, ist die Verbundübung in einem vordefinierten Bereich. Ja. Ich sehe Kniebeugen jetzt nicht als schlecht, aber aus der Erfahrung heraus sage ich, dass 70%, 80% Kniebeugen, so wie es effektiv wäre, nicht machen können. Und deswegen sind es zum Beispiel relativ wenig in meinen Plänen drinnen, weil bei Kniebeugen bei den meistens der Quadrizeps trainiert wird, der untere Rücken trainiert wird, nur nicht die hintere Kette, auf die man eigentlich mehr Fokus brauchen würde. Ich würde mich abstützen. Oh, ey, krass. So, jetzt machen wir was anderes Schönes zum Spüren. Ah, du bist klein. Ja, ich mag eigentlich so zum Lernen für diese Hip-Hinge-Bewegung extrem gern Hyper-Extensions, die du wirklich aus dem Popschit ziehst. Aber ich weiß nicht, ob du das schon einmal probiert hast. Das ist halt so scheiß hoch. Ich baue mir da immer was drunter. Ja, dann bau mal. Drunter. Liebe Firma Hammer Strength, es gibt Menschen, die sind kleiner als 1,65 und es wäre auch schön, wenn die Größenverstellung dieses Geräts auch für diese Menschen funktionieren würde, weil Menschen, die über 2 Meter sind, gibt es jetzt nicht so oft. Sehr schön. Wichtig hier ist, dass wir machen das ja jetzt nicht für den unteren Rücken, sondern für in erster Linie Glut und ein bisschen Hams, dass das richtige Gelenk verwendet wird, sprich das Hüftgelenk, diese Hip-Hinge-Bewegung und es keine Abrollbewegung aus dem unteren Rücken ist. Das wären dann Hyper-Extensions für den Rücken. Aber das macht sie wunderbar. Es gibt den Leuten immer den, also du kannst eingerundet sein, wie die Laura. Du kannst es auch gerade in der Lordose machen. Hauptsächlich bewegst dich nicht dort hinten, sondern im Hüftgelenk. Also ich finde es immer ganz schön, wenn man einfach unten am untersten Punkt seinen Bauch anspannt. Ja, das hilft definitiv, bis oben haltet. Genau, dann bist du festgetackert. So ist es, genau. Sehr schön. Und eine noch, komm. Passt. Da machen wir jetzt relativ viel ohne Pause. Gleich noch ein Satz drauf. So ein paar Mal durchatmen. Soll ich da ohne Gewicht lieber machen dann? Ja, ich finde es besser mit dem Gewicht dann. Sehr schön. Und zwei noch. Sehr schön. Machen wir noch was für den Beinbizeps, komm. Da war früher ein Hebel so, den hat irgendwie abgebrochen und jetzt ist das und das ist scheiße. Warte noch. Hinein. Warte, du hast sicher kräftigere Hände, schaffst du das aufzudrehen? Hoch. Ja. Ich schaff's nämlich nicht, einfach drehen. Hier drin? Ja. Ah, ja. Ja, sicher schaffst du es.
Weil da hoch nehme ich an. Ja, ja, wird passen. Ja. Okay. Richtig einspannen. Und ganz nach hinten durch. Achtet immer bei allen Arten von Geräten darauf, dass das Drehgelenk eures Körpers in einer Flucht mit dem Drehgelenk der Maschine ist. Und das schaffen wir hier jetzt relativ gut. Das ist bei manchen Maschinen heutzutage auch gar nicht mehr möglich. Da fängt dann das Problem an. Es gibt zum Beispiel einen sitzenden Beinkörler von Technogym. Ich glaube, da ist das Drehgelenk irgendwo da. Was auch gut ist, sind die neuen Ab- und Adduktoren. Von Technogym? Von Gym 80, gell? Ja. Da kommst du wirklich, egal was du machst, da musst du immer ein Pad noch da hinten hinter den Sitz legen, weil den Sitz kannst du nicht verstellen. Deine Hüfte ist sonst wo ganz anders. Also. Schön nach hinten. Sehr schön. Satzabum. Kontraktion halten da hinten. Sehr gut. Komm, rein noch. Komm. Und eine noch, komm. Sauber. Sehr schön. So, rein mit dir, letztes Satz. Sehr schön. Ja, Kontrolle, komm. Sehr gut. Rechts auf, also rechts, dreht sich nach links. Sie wird links drücken, sie sagt, ja, es geht nicht. Vor allem, ich habe mich so gewundert, weil drin waren so viele Leute. Warum ist zu? Ja. Also wir haben das wunderbar gemacht jetzt. Sehr, sehr tolles Training. Sehr gut ausgeführt, sehr viel Potenzial zur Verbesserung noch da. Auf geht's. Dankeschön. Bitte sehr.